Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Vielen Dank, dass du draußen wieder mit eingeschaltet hast und mit dabei bist. Und wir machen hier schön weiter, ja. Folge den Schmetterlingen. Ja gut, ne? Schauen wir mal, was die von uns möchte. Na? Na, geht hier nicht. Confringo, Accio. Upsi. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ach, hätte ich nur den Mut, in den Wald zu gehen. Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willardsy. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Tja. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Das ist eine Erwachsene. Darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Also gut. Wenn ich Zeit finde, werde ich es versuchen. Oh, wie nett. Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Du bist auch Opfer. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Hoffe ich? Nein, ich hoffe nicht. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass... Nicht vergessen, die Schmetterlinge scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes aufzuhalten. Ja, ja. Schau mal. Ja. Na, gucken wir mal, ne? Am Rande des verbotenen Waldes. Revelio. Upsi. Sind sie? Sie hat sich das nicht ausgedacht. So weit, so gut. Miss Willard, sie bekommt noch ihre Antwort zu den Schmetterlingen. Jo. Gucken wir mal, ne? Revelio. Aha. Sieh sich das einer an. Incendio. Accio. Confringo. Accio. Incendio. Vigioso. Confringo, Accio. Incendio. Confringo.
Okay, gut. Konfringo. Incendio. Alle verbrannt. Revelio. Konfringo. Fliegen wir mal zu ihr zurück, ne? Auf geht's nach Hogsmeade. Boah, Alter. Für mich zu den Schmetterlingen. Hallo, Miss Willardsey. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Ja, ich bin ihnen in den Wald gefolgt, aber leider gab es da nichts Besonderes zu sehen. Oh, ach so, verstehe. Trotzdem danke, dass du es versucht hast. Das war wirklich sehr mutig von dir. Nun ja, danke. Und pass auf dich auf. Mhm. Alter. So. Was haben wir denn hier noch für Aufträge? Wir sind ja hier gerade, können wir die auch einfach kaufen, ne? What the fuck? Was war das? Ja, auf hier. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Le Wong. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. So. Und was sollen wir denn machen? Maxima. Wie kann ich heute behilflich sein? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ja, können wir die einfach so saufen? Wunderbar. Was Merlin wohl heute von der Welt der Zauberei halten würde? Warum sich abwenden, wenn man Magie benutzt? Ist klar. Ja, dann gehen wir mal nach Hogwarts zum Schulunterricht, ne? Schauen wir mal, was der am Sagen ist.
scharf so einschüchtern. Wie kommen Sie mit Ihren Aufgaben voran? Ja, super. Revelium. Ja, ein Aurora war er, ja. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt Depulso lernen können. Mal sehen, wie Sie sich machen. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Das macht es. Jetzt haben Sie es. Wenn Sie üben wollen, und das sollten Sie, dann nicht, indem Sie... Fluche schleudern. Probieren Sie es. Also. Gut gemacht. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberei zu meistern. Ehre. Naja, jetzt weiß ich, wofür wir das brauchen. Und zwar... Was hier? War das? Ne, das war hier hinten, ne? Merlins Prüfung. Können wir nochmal ausprobieren. Wer hier wohl wohnt? Da. Revelio. Wir hätten das bestimmt darüber steuern sollen. Depulso. Danke, Herr, für das Liefern dieser Tränke. Hoffentlich genügt Pippins Qualität meinem Anspruch und dem meiner Kunden. Revelio. Depulso. Wo sollte das denn hin? Revelio. Shit. Ja. Wo ist denn da der... Ah ja. Depulso. Merlin stolz. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Ein Tee. Ich glaube nicht. Ja. Levioso.
Akio. Ja, die kann man auch irgendwie drehen lassen. Akio. Ach, den Zauber haben wir ja noch gar nicht. Levioso. Was? Der hier. Ja, den haben wir noch nicht. Okay. Aber wir müssen mal gucken. Wie Tierquäler. Was wir hier machen. Schaffe und teste eine. So, Tentakula. Ja. Toll. Und wo beschaffen wir das? Wo kriegen wir eine andere Raune her? Und vielleicht hat die das angepflanzt. Die hätte doch irgendwie was geschwafelt davon, dass die das angepflanzt hat, ne? Upsi. Was ist das? Achso, ja. Der ist die Hauptstory. War das hier? Ja. Da gehen wir jetzt hin, beziehungsweise machen wir die Schnellreise hin. Und dann gucken wir mal. Hallo, wie Hallo. Schön, Sie zu Servus. Sehen. Weiter mal. Schön. Hier ist doch unsere. Nehmen wir beim magischen Rübe. Oha, kommen Sie bei Wasser. Ja, und der Wasserwegerich ist wo? Haben wir den schon aufmarkiert? Aufmarkiert, ja. Achso, hier war auch was. Okay, was war hier? Shit, man sieht das leider nicht, ne? Das muss halt auch so ein Pflanzendude sein, ne? Hier war ja nichts, ne? Gehen wir hier nochmal hin. Ach ne, die hat nur Tränke verkauft, die alte, ne? Okay. Was müssen wir haben die? Sie jetzt vor? Ja, hier kann man nichts mehr kaufen. Okay, dann holen wir einfach mal einen Besen raus. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Aha. Defindo, ja. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte das. Und dann mit dem Besen rausholen und dann 3 drücken und dann loslegen. Und dann müssen wir mal gucken. Gibt's denn was? Kann man auf der Karte gucken, wo ungefähr Dörfer sind? Ja, hier hinten. Oh jo. Oh jo. Alles klar, hier geht's ja noch richtig weit. Markieren wir mal hier. Wahrscheinlich hier, ne? Okay. Was haben wir hier für ein Dorf? Ja, ich glaube, da müssen wir hin. Zurück! Aber es sieht sehr schön aus. Ne? Das Spiel schaut wirklich schön aus. Jo.
Da ist ein fetter Sumpf. Das sollte ich untersuchen. Hm. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Was hat er hier zu verkaufen? Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Oh, hallo. Ich bin Porrick Haggerty und das ist mein Geschäft. Wie kann ich behilflich sein? Ich würde Sie gerne etwas über Ihren Laden fragen. Sicher, immer doch. Was verkaufen Sie hier? Sehen wir gleich. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Okay. Upsi. Ja, das ist aber nicht der, den wir suchen. Ich bedanke mich aber fürs Zusehen. Wir holen hier noch den Punkt, dass wir uns hier importen können. Die alte Stone. Faszinierend, sehr faszinierend. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.